Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu meinem kleinen Meinungs-Slash-Talk-Video zu Cyberpunk 2077. Ja, wenn dieses Video rauskommt, hat wahrscheinlich genau das jeder schon gemacht. Jeder hat das Spiel von vorn bis hinten auseinandergenommen. Jeder hat seine Meinung dazu gesagt, aber ich möchte es jetzt auch nochmal ein extra Video machen. Denn nicht jeder guckt meine Let's Plays und gerade zu diesem Spiel gibt es, glaube ich, genug zu erzählen. Ihr könnt natürlich auch gerne mal in die Kommentare hauen, wie gefällt euch das Spiel, wie findet ihr das Spiel, wie findet ihr die Aktion allgemein von CD Projekt Red, das Spiel so in diesem Zustand rausgehauen zu haben, mit den ganzen Lügen, die ja bewiesen sind, dass sie gelogen haben, dass sie die Leute verarscht haben. Was sagt ihr dazu? Und vor allen Dingen, denkt ihr oder habt ihr oder seid ihr der Meinung, dass man diese Sachen, ja, diesen versuchten Betrug aus meiner Sicht, diese versuchte Verarsche, kann man die ausklammern bei der Bewertung des Spiels? Geht es? Oder sagt ihr, nee, bei mir fließt es mit ein? Was ist eure Meinung dazu? Lasst mich das gerne mal in den Kommentaren wissen. Und ansonsten sei erwähnt natürlich noch, am Anfang werde ich auf jeden Fall spoilerfrei sein. Sobald ich spoilern würde oder denke, das könnte ein Spoiler sein, dann werde ich das auf jeden Fall vorher erwähnen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Und ich würde sagen, wir starten durch. Ja, Freunde, wie ich schon im Intro oder am Anfang gesagt habe, aus meiner Sicht ist die Aktion richtig scheiße. Ja, sie haben gelogen, sie haben immer wieder gesagt, ja, die Versionen laufen besser als gedacht und so weiter. Sie haben bewusst diese Versionen zurückgehalten und bewusst, mit vollem Bewusstsein, dieses Spiel auf den Markt gebracht haben sie auf den Markt gebracht in diesem Zustand und das, wie gesagt, bei vollem Bewusstsein. Und das ist für mich Verarsche, Lügen. Weiß ich nicht, kann man das schon nennen, versuchter Betrug? Aus meiner Sicht schon, weil, ja, wie gesagt, zurückhalten, offensichtlich etwas vertuschen, was etwas anderes versprechen, ist für mich versuchter Betrug. Und das ist einfach traurig. Ja, Freunde, schon wie am Anfang erwähnt von mir, ja, versuchter Betrug, die Aktion aus meiner Sicht ist leider richtig scheiße. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr enttäuscht von denen, denn die hatten ein sehr großes Ansehen, ja, sehr guten Ruf, den sie jetzt meiner Meinung nach komplett kaputt gemacht haben. Indem sie einfach im Vorhinein, vor dem Release, gelogen haben, Sachen vertuscht haben, offensichtlich und mit vollem Bewusstsein diese alten Versionen oder allgemein die Versionen zurückgehalten haben. Denn wie man in meinen Let's Plays sieht, gibt es ja nicht nur genügend Probleme auf den alten Konsolen, da noch mehr. Aber ich habe es jetzt auf der neuen Xbox gezockt, ein Kollege von mir hat es auf der PlayStation 5 gezockt und da ist es auch mehrfach abgestürzt. Mehrfach, dass man Missionen nicht abschließen kann, dass man mit NPCs nicht reden kann und so weiter, dass man das Spiel neu starten muss oder das Spiel nimmt dir das ab und crasht einfach komplett und du musst sowieso nicht nur das Spiel neu starten, sondern auch die komplette Konsole. Und das sind so Punkte, die gehen gar nicht klar. Und ich verstehe bis heute nicht, warum sie das getan haben. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie das schnelle Geld gerochen haben und dachten, ja, das wird jetzt nicht so große Ausmaße haben. Ich bin wirklich enttäuscht in der Hinsicht und hätte denen das echt nicht zugetraut, nach dem, was sie mit Witcher gemacht haben. Nicht nur das Spiel an sich, sondern der ganze Support für dieses Spiel. Wirklich große und geile DLC-Packages rauszuhauen für wirklich schmalen Euro, was andere nicht gemacht haben. Das Spiel wirklich im Nachhinein immer wieder verbessert. Was sie jetzt auch bei Cyberpunk machen werden, ja, das glaube ich schon. Aber sie haben für mich persönlich alle Credits verspielt in dieser Lügen-Betrugsgeschichte. Und das ist wirklich sehr, sehr schade, denn das Spiel hat so viele technische Probleme und man hätte das verschieben müssen. Ja? Einige hätten bestimmt sich nochmal aufgeregt und wären enttäuscht gewesen. Und das ist auch zu Recht, weil es ist ja nicht unsere Schuld, dass ihr das immer wieder versprochen habt. Ja, beim nächsten Mal ist es aber wirklich der Release und wir verschieben es nochmal und wir verschieben es nochmal. Aus meiner Sicht, klar, man ist dann enttäuscht, wenn es verschoben wird. Aber lieber nochmal ein Jahr verschieben, als so eine Scheiße raushauen und vor allen Dingen seinen kompletten Ruf kaputt machen. Ich verstehe das wirklich nicht. Man hat ja erst das Spiel angekündigt für April, hat gemerkt, Scheiße, es läuft gar nicht, klar, ja, war wahrscheinlich so, hat es dann auf den September geschoben und wenn man da das gemerkt hat, hätte man einfach sagen müssen, ey, wisst ihr was, Freunde, sorry, wir müssen es auf so viele Konsolen raushauen. Wir haben es ursprünglich für die alten Konsolen rausgehauen und da soll es auch kommen. Ja, das war ja der ursprüngliche Plan und da wurde es ja auch immer gut geredet, dafür wurde es angekündigt in erster Linie für die alten Konsolen. Wir müssen es nochmal ein Jahr verschieben, es tut uns mega leid. Aber dann hätten sich Leute aufgeregt, klar wären manche enttäuscht gewesen, aber besser als so, wie es jetzt gekommen ist, finde ich persönlich. Denn viele tausend Spieler davon, tausend Spieler da draußen sind davon betroffen. Nicht jeder ist gleich betroffen, was auch einige einfach nicht verstehen, dass nicht jeder die gleichen Bugs hat und nicht jeder hardcore betroffen ist. Dementsprechend kann ich solche Kommentare nicht verstehen. Ich spiele es auf der PS4, ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Das ist schon fast so legitimieren und so tun, als wenn die Spieler lügen. Als wenn die Spieler irgendwas beweisen müssten. So, ihr habt doch Scheiße gebaut, CD Projekt Red. Wieso macht man so einen Kommentar? Ich weiß, das steht gar nicht. Wenn du behauptest, auf deiner PS4 oder auf der Xbox One läuft es ja so gut, dann erstmal
ich glaube, das ist eher weniger. Ich glaube dir schon, dass es nicht bei jedem komplett abstürzt und unspielbar ist. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel bei dir auf der PS4, auf der Oldschool PS4 aussieht, wie ein 2020er Spiel auszusehen hat. Ende der Konsolengeneration. Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass die Texturen super sind und die Animationen super sind für ein 2020er Game auf den alten Konsolen. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es vielleicht nicht die ganze Zeit abstürzt und unspielbar ist, wie bei manchen anderen. Aber warum man so einen Spruch denn rauslässt, verstehe ich nicht. So tun, als wenn die Spieler lügen und CD Projekt hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Oder auch Kommentare wie, ja, was habt ihr denn erwartet, wenn ihr das auf den alten Konsolen spielt? Ja, dass es läuft. Das hat man erwartet. Dass das eingehalten wird, was versprochen wurde. Nur das, nicht mehr, nicht Wunder oder sowas. Nicht, keine Ahnung, Next-Gen-Spiel auf den alten Konsolen, die 7 Jahre alt sind. Das nicht, aber dass es läuft. Dass es gut aussieht für das Jahr, für das Ende der Konsolengeneration und dass man das bekommt, was einem versprochen wurde, für seine Kohle. Denn das Spiel hat sich ja nicht umsonst einfach so installiert auf der Konsole und man spielt es mal kurz und denkt sich, oh, ich habe keinen einzigen Cent dafür bezahlt, ich beschwere mich jetzt erstmal. Das ist natürlich nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich nicht komplett übertreiben und den irgendwie, keine Ahnung, manche drehen da komplett durch im Internet und wünschen denen den Tod und so weiter. Ich glaube nämlich, dass die Entwickler selbst am wenigsten dafür können. Wie man ja auch jetzt gehört hat, dass sie übelste Arbeitszeiten hatten, unter Crunch arbeiten müssten. Also Crunch-Zeit bei Entwicklung heißt einfach, dass sie teilweise 16 Stunden arbeiten müssen, 6-mal die Woche oder sowas, oder noch schlimmer. Und das geht natürlich auch nicht. Also das haben sie auch gemacht und trotzdem das Spiel so rausgebracht. Also vieles ist da schief gelaufen. Und jetzt nochmal die Frage vom Anfang. Kann man das bei der Bewertung raushalten? Was meint ihr? Ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwer. In manchen Momenten, wenn das Spiel normal läuft, ja, kann ich das raushalten, aber wie man ja in meinem Let's Play gesehen hat, in wichtigen Cutscenes, in emotionalen Cutscenes, in Cutscenes, nicht irgendwo Open World, ja, wo ich da kurz mal durch die Gegend laufe, sondern da, wenn der Spieler oder wichtige Figuren ausgeblendet werden, wenn da irgendwie Waffen durch den Kopf sich schieben, wo man denkt, alles ist jetzt gerade die emotionalste Szene des Spiels gefühlt, und dann passiert sowas, das zieht einen aus der Atmosphäre raus und das nimmt einen auch den Spaß. Und das ist oftmals bei mir passiert und ich finde es sehr schade, weil ich denke mal, Ende nächsten Jahres wird es einen anderen Eindruck hinterlassen, weil die werden bestimmt alles nachpatchen und ich traue denen das auch zu, dass sie das gut patchen und so weiter, aber das ist auch das Allermindeste, was sie zu tun haben. Also das ist ja das Allermindeste, was sie zu tun haben, das Spiel spielbar machen für alle Konsolen und für alle Plattformen. Und das ist so schade, Freunde, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mich so krass auf dieses Spiel gefreut seit Jahren, seit der ersten Ankündigung von denen, waren schon den ersten Trailer, der auch das Spiel gar nicht mehr repräsentiert, weil das, was da gezeigt wurde, ich habe es zumindest nicht gesehen. Aber seit dem ersten Trailer, ich freue mich extremst drauf. Seitdem dann Witcher 3, das Jahrhundert-Game, so eins der Jahrhundert-Games der letzten Jahre rausgekommen ist, freut man sich natürlich umso mehr und denkt, Alter, die haben so viel Geiles gemacht bei Witcher. Alter, das ist Cyberpunk, das muss doch richtig, richtig krass werden. Natürlich hat man dann auch hohe Erwartungen und abseits jetzt, wie gesagt, von der technischen Seite, finde ich das Spiel echt gut. Gerade so die Hauptstory hat mir echt Spaß gemacht, die Verbindung zwischen V und Johnny und wie das endet, je nachdem. Ich habe 2 Enden gesehen, ich habe 2 Enden gespielt und muss ehrlich sagen, die sind beide echt gut gewesen und es hat ein zufriedenes Ende gegeben. Aber ich muss ehrlich sagen, wie einige sagen, ey, das Spiel ist genial, voll die krassen Dialoge und so weiter. Ja, teilweise schon. Teilweise ist echt nice geschrieben, die Dialoge, aber von der Story an sich, ja, jetzt nur Hauptstory, muss ich ehrlich sagen, ich finde es echt gut und deutlich besser als viele andere Spiele dieses Jahr von der Story her. Aber genial würde ich persönlich nicht sagen. Ich hatte meinen Spaß, ich wurde sehr gut unterhalten, aber genial, ja, so 10 von 10 oder sowas, ja, auf keinen Fall, aus meiner Sicht, auf keinen Fall. Denn alles, auch so die Nebenmissionen, die ich mitgenommen habe, und ich glaube, das waren so mit die wichtigsten, zumindest die ganzen Charaktere, oder die meisten Charaktere, die man durch die Story kennenlernt, habe ich die Nebenmissionen mitgenommen. Und auch dort hatte ich meinen Spaß und auch dort war teilweise echt interessante Stories, die da erzählt wurden. Aber alles so, finde ich persönlich, so hat man schon irgendwo mal gesehen. Aber hier wird es teilweise auf ein neues Level gehoben und teilweise auch echt wirklich sehr gut erzählt. Gerade so die Gespräche zwischen V und Johnny, die sind schon sehr, sehr geil geschrieben. Aber so der große Eindruck nur von der Story her, es ist schon sehr gut und wie gesagt besser als vieles andere dieses Jahr und die letzten Jahre. Aber auf einem absoluten Mega-Level, so von der Story her, muss ich sagen, zum Beispiel Red Dead 2 oder God of War hat mich mehr gepackt, hat mich mehr emotional gepackt vor allem auch. Denn so einige Sachen, die mir, ja, nicht sauer aufgestoßen sind, aber die ich so ein bisschen schade fand, da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung sagen. Zum Beispiel der Anfang. Nicht nur, dass die Auswahl des Weges relativ wenig Impact hat für das komplette Spiel, ja, ob du jetzt Nomade bist oder Street Kid, das hat wenig Einfluss, abgesehen von dem Anfang, auf die komplette Story. Aber dann lernst du Jackie kennen
Ja, du lernst Jackie kennen und dann kommt eine, wie nennt man das, eine Zusammenfassung der ersten 6 Monate in Night City. Und ich weiß halt nicht, und ich habe das Gefühl, da könnt ihr mir gerne mal reinschauen, wie ihr das findet. Ich weiß ja nicht, ich habe das Gefühl, dass das Content ist, der eigentlich als Spiel geplant war, den man hätte spielen sollen. Aber sie haben ja vorher gesagt, sie finden es so schade, dass so viele Leute, ja, das hat sich ja über 50 Millionen Mal verkauft, Witcher 3, und sie finden es so schade, dass so wenige davon das Spiel durchgezockt haben, weil das Spiel einfach zu lang ist, haben sie gesagt. Dementsprechend wollen sie den Cyberpunk kürzer machen. Und die haben das so kurz gemacht, dass das Spiel auf jeden Fall unter 15 Stunden locker durchspielen kannst. Unter 20 sowieso. Aber auch unter 15 habe ich schon einige Videos gesehen. Und wie ich selber abgeschätzt habe, so von der Story her, kann man das schaffen. Und ich habe den Eindruck, dass das zum Beispiel rausgeschnittener Content war, der Schere zu Opfer gefallen ist. Und meiner Meinung nach ist das falsch gewesen. Ich weiß nicht, ob es so war, aber ich habe den Eindruck. Denn diese Zusammenfassung, alles, was du da gesehen hast, die ersten Schritte von Jackie und V in der neuen Stadt, ja, wo sie sich einen Namen machen wollen, worum es ja ursprünglich des Spiels, darum geht es ja. Sie wollen sich einen Namen machen, sie wollen in der City, in der Stadt groß rauskommen. Und dann sieht man halt am Anfang diese Zusammenfassung und du denkst dir, Alter, sind so viele coole Szenen, warum lasst ihr mich das nicht spielen? Warum lasst ihr mich das aus der spielerischen Sicht nicht spielen? Und vor allen Dingen aus der Story-Sicht, aus der Beziehung, weil da sind ja viele Charaktere, die du dann nach dem Zeitsprung, kennst du den halt? So, wie sagt er, ich kenne dich, wir sind beste Freunde. Lass mich das doch spielen. Lass mich doch die Anfänge von Jackie und V in der Stadt spielen, wie sie sich langsam einen Namen machen, wie sie Leute kennenlernen, wie den Ripper Dog, wie Misty und so weiter. Warum lasst ihr mich das spielen? Und es fühlt sich so an, als hätten sie das rausgeschnitten, damit das Spiel kürzer ist. Weil es wäre viel besser gewesen, mehr Missionen mit Jackie zu haben, damit es auch emotionaler wird, damit man mehr seinen besten Freund in der Stadt kennenlernt und so. Und das wäre viel besser gewesen. Man hätte so viele geile Stories daraus machen können, denn man muss ja einfach mal sagen, der Prolog an sich, ja, die ersten 5-6 Stunden, davon wurde so viel vorher gezeigt, so viel gespoilert auch. Und jetzt, ja, Stichpunkt Spoiler, jetzt werde ich auch spoilern, damit ich mal ein bisschen tiefer reingehen kann. Also wenn ihr bis hierhin noch dabei seid, ja, wie gesagt, jetzt geht's halt los. Ich werde zwar später noch ein bisschen was zu der Welt sagen oder zu den Lebensmissionen, aber ich werde jetzt spoilern. Die ganze Sache, ja, wenn man das alles hätte spielen können, wäre das auch viel emotionaler für mich persönlich gewesen, als Jackie stirbt. Aber auch diese Sache zum Beispiel, das habe ich auch im Let's Play gesagt, ich habe Monate vorher vor Release genau dieses Bild gesehen, wie er da tot im Auto liegt. Und das ist ein Wallpaper gewesen, ein ganz normaler, offiziell rausgebrachter Wallpaper von CD Projekt Red selbst. Also jetzt kann man nicht sagen, ja, warum guckst du denn alle Videos vor Release an, wenn du dich nicht spoilern lassen willst und so weiter. Habe ich nicht gemacht. Das ist ein ganz normaler Screenshot gewesen. Und warum man den überhaupt rausbringt, verstehe ich gar nicht. Also, wie gesagt, hätte man das alles vorher erlebt und den Anfang mehr erlebt mit Jackie, wäre das für mich auch emotionaler gewesen, als der gestorben ist, denn so. Mal davon abgesehen, wie gesagt, dass gerade bei der Mission dann ohne Ende Bugs waren, dass ich nicht gesehen habe, als wir da runtergefallen sind vom Tower, dass ich im Auto dann die Waffe von ihm durch den Kopf klippt und so weiter, das sowieso so viel von der Atmosphäre und der emotionalen Tiefe genommen hat, dafür kann ich halt nichts, aber selbst wenn es nicht wäre, wäre das besser gewesen, meiner Meinung nach, das storymäßig mehr zu erzählen, was zwischen den beiden passiert ist und warum die überhaupt so Kumpels geworden sind. Das wäre viel besser gewesen, finde ich. Und ich habe diesen Eindruck des Öfteren, auch bei anderen Storylines, zum Beispiel Judy und so weiter, ist mega cool so, die Story von Judy ist interessant, die fängt auf jeden Fall interessant an, aber da hätte man auch viel mehr draus machen können. Also allgemein so die ganzen Nebenmissionen-Stränge, die sind teilweise cool, teilweise aber auch langweilig. Ja? Judy zum Beispiel, das Tauchen, erstens sieht es unfassbar scheiße aus und ich fand es ehrlich gesagt auch langweilig, so, weil alles, was du so erlebst, wie gesagt, das wird teilweise echt gut erzählt, aber das meiste kennst du schon, ja. Sie ist in eine verliebt, die sie dann verliert, ist dann so ein bisschen abgefuckt, will aus der Stadt raus, als wenn man das nicht schon mal gesehen hätte. Also kann mir keiner erzählen und wie gesagt, dieser Tauchgang, erstens spielerisch mega langweilig, sieht scheiße aus. Und fand ich dann ein bisschen schade, dass so zum Beispiel der Abschluss von dieser Storyline war. Aus meiner Sicht, ich habe ja einen männlichen Charakter gespielt. Vielleicht geht es dann weiblich nochmal weiter, dass man dann. Es gibt ja auch, glaube ich, ein Ende mit ihr. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber aus der männlichen Charaktersicht war es ein bisschen lame. So, auch die River-Story zum Beispiel, der Anfang, die erste Hälfte seiner Storyline, mega langweilig fand ich persönlich. Die zweite davon richtig geil, so, ja, mit dieser Farm und diesen verrückten Typen. Das war wiederum geil. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die komplette River-Storyline voll krass war, weil die erste Hälfte fand ich lame. Die zweite, wo es dann um seinen Neffen ging, war sehr interessant. Und genauso wie, was hatten wir denn noch, Alter? Ja, Claire war sowieso langweilig, fand ich.
Ne? Auch wenn es da ein bisschen versucht wurde zu erzählen, was denn mit ihr passiert ist, aber auch das hat man alles schon gesehen, dass dieser Off-Rache-Trip ist. Das hat man alles schon mal gesehen. Ja, auch, was haben wir denn noch gespielt? Pana. Ey, Pana, geil, so, war eine coole Storyline. Das war wirklich meine liebste Storyline und natürlich auch Waifu Nummer 1 für mein Wii auf jeden Fall. Das hat mir schon auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber auch da, gerade so spielerisch, muss man sagen, das Spiel ist jetzt nicht das Allerstärkste, ja, damit wir jetzt mal von den Story und den Missionen wegkommen. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, das hat mich alles gut unterhalten, so, ja. Es hat mich alles gut unterhalten, aber das hat in keinem Level der Story, außer vielleicht wirklich die Beziehung zwischen V und Johnny, hat es keinen so krassen Impact gehabt, dass ich sage, Alter, das ist schon mit das Beste, was ich jemals gesehen habe zu diesem Thema. Aus meiner Sicht nicht, das ist alles wirklich sehr gut erzählt, aber irgendwie hat es mich nicht ganz 100% gepackt, so emotional vor allen Dingen auch mit den ganzen Charakteren und von der Story her, was mir erzählt wurde. Es wurde alles gut erzählt, ja. Wie gesagt, versteht mich nicht falsch, es wurde alles gut erzählt und es ist auch ein gutes Spiel und kann man auf jeden Fall zocken, wenn es läuft, kann man es auf jeden Fall zocken. Aber ich habe mir ein bisschen mehr versprochen, auch, wie gesagt, auch vom Spielerischen, damit wir da mal reinkommen. Kurz das nochmal abhandeln, damit wir vielleicht bei 20, 25 Minuten bleiben. Spielerisch so reißt es auch keine Bäume aus, ja, also das Schuss-Gameplay, wenn du dich auflevelst und so weiter, das macht auf jeden Fall mehr Spaß im Laufe der ganzen Zeit, aber das ist natürlich nicht top-notch so, also es ist kein Top-Titel in Sachen Shooter-Bereich, es ist auch kein Top-Titel in Sachen Nahkampfwaffen und so weiter, da gibt es auch andere Spiele, die mehr Spaß machen in Sachen Nahkampf. Mir persönlich hat es Spaß gemacht, mich mit dem Katana da durchzumetzeln und so weiter, aber spielerisch, so vom Waffen-Gameplay her war das jetzt okay so, aber jetzt nicht überragend. Genauso wie das Stealth-Ding. Das hat man auch in anderen Spielen schon besser gesehen. Das ist alles so solide bis gut, aber es reißt keine Bäume aus. Ja? Also das Hacken, soweit ich das gemacht habe, ja, das habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so richtig ausgenutzt. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das muss ich ehrlich sagen, das ist eigentlich ganz cool. Ja? Allgemein so die Skills. So. Es gibt ja viele richtig geile Skills, die du dir holen kannst. Klar, manche sind auch ein bisschen überflüssig. 3% mehr Schaden für Sturmgewehr, das ist eher so lame. Aber was ich zum Beispiel im Let's Play, haben wir ja dann gesehen oder halt nicht gesehen, ich habe zum Beispiel mein Katana sehr viel ausgebaut, da gibt es so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, Hacking habe ich gar nicht richtig ausgenutzt, das würde ich dann vielleicht bei diesem zweiten Durchgang nächstes Jahr oder so, wenn ich das nochmal zocken würde, mehr nutzen, mehr Hacking und so. Da gibt es so viele geile Sachen und so viele geile Möglichkeiten, seinen Charakter so aufzubauen, wie man da Bock hat. Es wird nicht immer benötigt so für die Lösung der Mission, aber man kann sich ja dann selber das vornehmen, eher ich bleib jetzt self oder ich hack mich jetzt durch die Gegner durch und so weiter, das kann man sich ja selber vornehmen und da hat man viele, viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, das Loot-System, Meinung nach, komplette Katastrophe, macht überhaupt gar keinen Spaß und ich bin eigentlich sehr, sehr großer Fan von Looten und Leveln. Wie gesagt, Leveln hat Spaß gemacht, aber das Looten, du kriegst so viel Müllsachen, so viel unnützes Zeug sammelst du immer wieder auf, die Itemherstellung ist eher so ein bisschen lame und auch dieses Klamotten-Ding und so, dass viele Sachen einfach übelst hässlich aussehen. Ich meine, manche Sachen kannst du ja upgraden und zum Beispiel, also wenn dir irgendwas optisch gefällt, manche Sachen kannst du ja upgraden und die mitnehmen und auf dein Level anpassen, aber halt auch nicht alles. Und ich würde mir wünschen, wenn sie das Loot-System nochmal komplett überarbeiten, weil, ey, jeder verliert da so eine Waffe, jeder verliert irgendwie ein paar Teile und so weiter und vieles davon ist einfach so unnütz, was du denn direkt verschrottest, direkt verkaufst. Und irgendwie war das nicht so viel in den fast knapp 40 Stunden, die ich gespielt habe, war das nie so oft, dass ich das Gefühl hatte, Alter, jetzt habe ich was richtig Krasses gefunden, heftig, heftig, weil irgendwie spätestens eine Stunde danach hast du schon wieder 1000 andere Waffen gefunden, 1000 andere Klamotten-Dinger und das Loot hat nicht so viel Bock gemacht, weil wie gesagt, du hast so viel Müll aufgesammelt, den du gar nicht brauchst und das fand ich ein bisschen schade. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass die Atmosphäre der Open World nicht so stark war, wie es hätte sein können, denn man muss sagen, ja, oder ich muss sagen, die Stadt an sich, vom Aussehen her, vom Design her, richtig geil. Gerade bei Nacht, also es ist eine richtig geile Kulisse. Aber leider nur eine Kulisse für dich persönlich. Da geht jetzt viel nicht ab in den Straßen an sich. Du kannst dich viel Nebenbeschäftigung machen. Also ich meine jetzt wirklich Nebenbeschäftigung, wo du einfach durch die Straßen läufst, gehst mal da einkaufen, gehst mal da an den Automaten spielen oder machst irgendwie, keine Ahnung, Cyber-Basketball oder irgendwie Cyberspiele oder so. Du hast keine Minispiele, so viel Möglichkeiten, abseits von den Missionen was zu machen und ich finde die Stadt auch nicht so wirklich belebt. Ja, mir fehlt so ein bisschen die Atmosphäre in der Stadt selbst, weil, wie gesagt, es wirkt für mich persönlich wie so eine richtig schön anzusehende Kulisse und auch die ganzen Reklametafeln und die Nachrichten, sie sind richtig geil gemacht, ja, auch witzig teilweise, was du da in den Nachrichtensendern hörst oder die Reklametafeln, die sind auch schon geil gemacht, also wirklich das Design der Welt übertrieben geil, macht richtig Bock, aber irgendwie
fehlt mir die Atmosphäre, fehlt mir irgendwie so die Belebtheit der Stadt. Und das hat zum Beispiel in Red Dead Redemption 2 deutlich besser gemacht aus meiner Sicht. Und da reden wir von einem Western-Setting, wo naturgemäß weniger Leute unterwegs sind als in so einer Großstadt. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also auch so Random-Events, wie man das aus Rockstar-Games kennt. Ja? Dass du irgendwo durch die Gegend läufst und plötzlich taucht da irgendeine Figur auf, die du vorher gar nicht gesehen hast. Und dass du dann irgendein Event hast. Weil bei Cyberpunk ist abseits von den ganzen Missionen und selbst diese Schießereien, wenn du durch die Straße fährst und das ist eine Schießerei, selbst das wird dir ja vorher angezeigt. Was sowieso auch so ein Thema ist für sich, für dich persönlich, dass da viel zu viel auf einmal angezeigt wird. So ein bisschen Ubisoft-mäßig. Hakt man den Punkt ab, da werden 1000 Icons auf der Map angezeigt, ständig ruft dich irgendein Pisser an und versucht dir ein Auto zu verkaufen. Das hat mich richtig genervt. Ja, also, dass die Leute anrufen und sagen, ich habe einen Job für dich, in Ordnung, aber 50% der ganzen Anrufe, wenn ich vielleicht sogar mehr war, willst du mein Auto kaufen? Und ich sage, nein, will ich nicht. Und es wird so ein bisschen, gerade am Anfang wirkt es so ein bisschen überladen, du wirst ein bisschen erschlagen von den ganzen Icons und Einblendungen die ganze Zeit. Und das passt auch irgendwie nicht so wirklich zu diesem Spiel, finde ich. Weil gerade bei Witcher war ja so der Punkt, dass du durch die Welt streifst und dann automatisch etwas siehst im Hintergrund oder in der Ferne und denkst dir, oh, da könnte vielleicht was Interessantes sein. Gehst da hin und oftmals war da auch was Interessantes. Was ja dann zum Beispiel Spiele wie Assassin's Creed die letzten Teile versucht haben zu kopieren, gerade dieses Ding. Du erkundest auf eigene Faust. Diesen Drang zum Beispiel verspüre ich bei Cyberpunk eigentlich 0,0, weil wie gesagt, die meisten oder fast alle Sachen, die du machen kannst, werden angezeigt. Ja, du hast deine Hauptmission, du hast deine Nebenmission und deine Beschäftigung, diese Polizeiarbeit zum Beispiel. Aber das wird ja alles auf der Map angezeigt schon. Und abseits davon kannst du wenig machen. Und wie gesagt, auch die Leute, die du da siehst in den Straßen, wie gesagt, oftmals läuft es dann technisch nicht so gut, aber auch da, du hast nicht so den Eindruck, dass es richtig belebt ist, dass es so lebendig anfühlt. Und das hätte die Stadt und das Spiel eigentlich verdient. Das, wie gesagt, die Schauplatz und so, Night City ist schon richtig geil gemacht. Also da hast schon viele beeindruckende Gebäude oder viele beeindruckende Ecken, die du sonst so nicht gesehen hast bei anderen Spielen. Aber irgendwie fehlt es Leben. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht oder gar nicht so geht. Das könnt ihr mir auch gerne reinschreiben. Ansonsten, glaube ich, war es das so langsam. Fällt mir noch irgendwas anderes ein? Nee, außer, das hat meine Erwartungen, abseits, wie gesagt, von der technischen Seite, hat es nicht meine Erwartungen erfüllen können. Die waren natürlich auch riesig, muss ich auch zugeben, natürlich, die waren sehr, sehr hoch. Aber, ja, wie gesagt, auch storymäßig. Wie gesagt, ich habe den Eindruck einfach, und vielleicht wäre das denn, ich glaube sogar, es wäre ein besseres Spiel gewesen, hätten sie sich nicht damit eingeschränkt und nicht da vorher gesagt, ja, wir versuchen das Spiel kürzer zu machen, damit es mehr Leute durchzogen. Ey, wenn die Leute euer Spiel, bei Witcher 3 zum Beispiel, wenn die Leute euer Spiel nicht durchzogen, ich verstehe es, dass man aus der kreativen Sicht oder aus der Machersicht denkt, so, das habe ich ja im viel, viel kleineren Rahmen mit meinen Videos auch. Ich finde es auch schade, dass die Leute dann nur die Hälfte des Videos gucken, anstatt das ganze Video, weil ich mir auch bei Minute 19 von 20 auch Mühe gegeben habe, das unterhaltsam zu gestalten, dass man dann aus der Sicht und wie gesagt als Entwickler noch im viel, viel höheren Level, dass man sagt, ey, ich find's voll schade, dass die Leute sollten unsere Story sehen, die sollten es erleben, wir haben da jahrelang gearbeitet, dass man sagt, ey, ich mach's vielleicht ein bisschen kürzer, damit es mehr Leute erleben, kann ich verstehen, aber wie gesagt, allein der Anfang, es wäre besser gewesen, Alter, alleine mit der Verbindung zu Jackie, also er wird das da so vorgehalten, so, ja, er ist jetzt dein bester Freund und dann hast du zwei, drei Missionen mit denen, wo du denkst, Alter, der ist richtig cool drauf, ich mag den richtig gerne. Aber warum mag ich ihn eigentlich so gerne? Warum? Warum sind wir eigentlich beste Freunde? Was ist eigentlich passiert so? Was haben wir bisher erlebt? Es wäre geil gewesen, das zu sehen, weil diese Zusammenfassung, ich weiß nicht, wie lange das geht, eine Minute oder sowas, da waren so coole Szenen, wie sie bei Leuten einreiten, wie sie sich nah machen und so. Und warum kann man das nicht spielen? Das wäre viel geiler gewesen. Und ich habe, wie gesagt, den Eindruck bei anderen Sachen auch und vielleicht haben sie sich dadurch ein bisschen ins eigene Bein geschossen und sich selber eingeschränkt in den Möglichkeiten auch der Ausdehnung der Stories. Also, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So ist mein Eindruck teilweise. Naja, bevor ich jetzt mich weiter im Kreis drehe, war es das jetzt erstmal. Ja, 25 Minuten knapp gelabert. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn das Spiel läuft, kann ich das schon empfehlen. Es ist jetzt, ich persönlich würde nicht sagen, das ist ein Spiel, was man gezockt haben muss unbedingt. Aber von diesem Jahr, was ich allgemein relativ schwach fand, 2020, ist es schon auf jeden Fall eines der besten Spiele. Aber ich, wie gesagt, durch die ganzen technischen Mängel kann es nicht ganz rausnehmen aus der Bewertung, weil in vielen Momenten gerade dieses Technische, gerade dieses Abfacken darüber mich sehr rausgerissen hat und einfach einen schlechteren Eindruck gemacht hat. Und wie gesagt, dafür kann ich nichts, sondern nur das Spiel selbst.
ich kann da nichts dafür, weil, wie gesagt, wenn in geilen eigentlich oder emotionalen Cutscenes, weil ich da irgendwie Bug-Sachen zu finden sind, die mich gerade rausnehmen. Das ist, wie gesagt, dafür kann ich nichts. Ich kann da nichts für. Das ist halt schade, das ist halt schade. Und das ist jetzt der Eindruck, den ich habe. Und dementsprechend, schade. Einfach schade allgemein für die Aktion, für das Spiel selbst. Ja, was soll man machen? Aber uns Spieler trifft da keine Schuld, sondern nur die Entwickler. Und wie gesagt, zu dem Thema nochmal am Anfang, dass vielleicht dann auch die Entwickler oder die Bosse da unter Druck stehen. Ja, wir müssen es jetzt raushauen, wir können es nicht nochmal verschieben, weil die steigen uns dann aufs Dach. Wie gesagt, einfach nicht tausendmal vorher ankündigen und tausendmal immer wieder sagen, ja, es wird gut und es wird fertig und so weiter. Sondern lass es doch einfach. Lass es doch einfach. Zum Beispiel ein Beispiel jetzt. Ich warte, und viele von euch bestimmt auch, auf Dying Light 2. Ja, es wurde erst angekündigt, jetzt wurde es dann gesagt, ey, wir verschieben es, aber du hörst nicht alle 3 Monate, ja, in 4 Monaten kommt es, dann wird es nochmal verschoben und nochmal verschoben und nochmal verschoben. Du hörst jetzt wahrscheinlich so lange nichts, bis sie fertig sind. Zumindest ist es meine Hoffnung. Aber lieber so, als ständig immer wieder verschieben, sondern sag doch einmal knallhart, wir verschieben es jetzt, es tut uns leid, ihr habt euch alle darauf gefreut, aber nach dem 2., 3., 4. Mal verschieben, dann, klar, sind die denn sauer, wenn du es nochmal verschieben würdest. Aber auch das wäre besser gewesen, als es so rauszubringen. Finde ich persönlich. Das nochmal zum Abschluss. So, das war's jetzt aber wirklich. Haut rein. Lasst euch gut gehen. Auf das 2021 nicht nur so in der Welt besser wird, sondern auch von den Gaming her. Wie gesagt, bisschen enttäuscht bin ich von diesem Jahr. Gerade auch von den Next-Gen-Konsolen. Ich habe zwar meinen Spaß damit, aber so wirklich der übelste Next-Gen-Kracher zum Start war jetzt eigentlich noch nicht da. Außer Demon's Souls. So. Das ist ja das einzige richtige Next-Gen-Spiel, was gut ist zumindest, aus was ich gezockt habe. Alles andere, wie gesagt, gibt es ja auch für die alten Konsolen, wie Spider-Man, hat mir zwar auch mega Spaß gemacht auf der PS4, außer auf der PS5, aber das gibt es ja halt auch für die neuen Konsolen, für die alten Konsolen, aber allgemein war jetzt nicht das beste Gaming-Jahr und ja, auf das nächstes Jahr besser wird. So, das war's, wir hören uns spätestens in meiner besten Top-Spieleliste des Jahres 2020 und Most Wanted-Liste, die kommen natürlich auch noch die Tage, also haut rein und tschüss.